Gut, hallo und herzlich willkommen zur News-Sendung im Oktober 2022. Herzlich willkommen zurück, auch aus der Sommerpause, was die News-Sendung gemacht hat im September. Also ihr habt keine Ausgabe verpasst im September, sondern die September-Ausgabe war zusammen mit der August-Ausgabe, ich glaube um den 30.8. oder 1.9. rum. Jetzt eben die nächste News vom Oktober, was wir euch wieder zusammengefasst haben. Herzlich willkommen auch an meine Community-Kollegen, die wiederum ganz viel Inhalt mit reingebracht haben, was sich denn in den einzelnen Bereichen alles tut. Herzlich willkommen. Wir sind heute das erste Mal auch verbunden über eine normale Besprechung, also keine Kanalbesprechung mehr. Heißt, ihr könnt jetzt auch tatsächlich alle den Chat nutzen und da was eintragen und uns natürlich auch Feedback geben, wie es geklappt hat, damit ihr in die Besprechung reingekommen seid. Ich sehe ein paar fehlen noch im Vergleich zu unserer sonstigen Teilnehmeranzahl. Vielleicht könnt ihr uns da noch Hinweise geben, wie wir das mit der Einladung besser machen können das nächste Mal. Veranstaltungen und Events, es steht wieder allerhand an. Die nächste Zeit, zum Teil Webinare von uns, wie zum Beispiel die Thematik Office Apps in Microsoft 365. Was gab es da für Neuerungen? Wie bringt man die an den Nutzer? Dann natürlich unsere News-Sendung im November am 29.10. Hätte jetzt gedacht, dass die in der ersten Novemberwoche sein müsste. Kontrollieren wir nochmal. Ansonsten dann Power Platform Training Day steht an und natürlich ganz groß die Microsoft Ignite. Da gibt es auch 135 Sessions von Microsoft rund um das Thema Microsoft 365. Also sprich, da werden wir uns dann in der nächsten News-Sendung drum kümmern, was sich da alles getan hat und welche Neuerungen es künftig da geben wird. Heute sind wir noch vor der Ignite, also sprich heute noch ganz normal die News von der Roadmap bzw. von den sonstigen Ankündigungen. Wenn wir kurz auf das Thema Adoption gucken, dann gab es da auch ein paar Neuerungen. Microsoft hat das Adoption-Portal überarbeitet. Ihr seht den Link unten links, über den könnt ihr darauf zugreifen und mal gucken, was es da alles gibt. Wir von der 365 Akademie haben eine neue Artikelserie gestartet, Build Modern Learning, wo der Dominik und ich daran arbeiten, wo wir uns mit dem modernen Arbeiten beziehungsweise mit modernen Lernen insgesamt beschäftigen. Was kann man da tun? Welche Möglichkeiten kann man da nutzen? Ihr könnt den Blog verfolgen über unsere Website oder über LinkedIn haben wir einen Newsletter dazu eingerichtet. Dann eben unseren Newsletter auf der Website, den findet ihr über 365akademie.de und dann oben, wenn ihr auf News klickt, darüber könnt ihr euch anmelden und darüber haben wir jetzt auch die Einladung verschickt zur heutigen News-Sendung. Also sprich, es war keine Besprechungseinladung, von dem her müssen wir mal schauen, ob wir da noch was verbessern können für das nächste Mal. Außerdem ist unser Customer Success Portal online, also sprich, da haben wir mal alles zusammengetragen von Webinaraufzeichnungen, von Adoption-Material, von Kommunikationsvorlagen und so weiter unter einer Oberfläche. Wenn ihr Modern Work Manager seid im Unternehmen und auch Nichtkunde seid, dann könnt ihr auch über das Modern Work Team darauf zugreifen oder als Kunde natürlich dann mit einem Direktlink da drauf. Darunter gibt es auch unsere Modern Work Bibliothek. Ihr merkt, wir waren einigermaßen aktiv und haben die Sommerpause auch genutzt für allerhand Neuerungen. In dieser Bibliothek eben ganz viel Material, angefangen von den Folien der News-Sendung. Da gibt es ja auch immer die eine oder andere Frage: Wo sind denn die? Die sind hier in dieser Bibliothek drin. Es sind alle Videos drin von uns, es sind die Webinare drin. Ihr kommt darüber auf unsere Demo-Umgebung und so weiter. Dominik, vielleicht kannst du auch den Link dazu noch teilen, wie man auf die Modern Work Bibliothek draufkommt und eben auch die Kommunikationsvorlagen. Dann gab es noch einen neuen Blogbeitrag zu einer Update-Session, was wir so eine News-Sendung, wie wir heute hier machen, auch firmenintern machen, wie wir da vorgehen. Soweit zur Info. Dann legen wir los. Thema Sicherheit. Ein paar neue Videos, wo wir uns auch beschäftigt haben mit Multifaktor, mit Phishing-Mails, mit ATP und so weiter. Wie kann ich
mich da als Nutzer verhalten, aber gucken wir mal auf die News. Und zwar Sensitivity-Informationen in den Office-Apps lassen sich jetzt leichter einstellen, und zwar über das Menüband oder über die Titelleiste oben drüber. Und da gibt es auch ein kleines Logo, wo dann dran steht Confidential. Also sprich, die Optik hat sich da etwas geändert. Und ich kann dann in der Dialogbox, wo ich normalerweise den Titel von meinem Dokument ändere, kann ich entsprechende Anpassungen vornehmen an diesem Vertraulichkeitsstatus. Dann gehen wir auch schon zur Power-Plattform. Da waren wir auch ein paar Videos nochmal dran. Auch da haben wir die Sommerzeit genutzt. Sei es, wie präsentiere ich Auswertung mit Hilfe von Lesezeichen in Power BI, wie baue ich Apps mit Power Apps, wie mache ich Genehmigungen in Power Automate und so weiter. Ihr seht, wir haben ganz viele Sachen hier zusammengebracht. Einstieg Virtual Agents, dann auch Bestellportal bauen, also wo wir mal Beispiele gemacht haben für die einzelnen Apps und so weiter. Aber jetzt übergebe ich mal das Wort an den Arthur, der uns die Neuerungen heute mitbringt. Danke. Ja, danke Thomas. Ja, Power BI September war jetzt kein weltverändernder Monat. Das Einzige aus dem Update für Power BI Desktop ist hier, dass man die benutzerdefinierten Formatierungen jetzt auch auf Datenpunktebene, also wer jetzt nicht wie ich eine Rot-Grün-Schwäche hat, wird hier sehen, dass die Schriften an den einzelnen Punkten sich hier unterscheiden in diesem Beispiel. Das hat auch nicht sofort geklappt, da hat Microsoft noch ein paar Hotfixes nachschieben müssen. Insgesamt ja sonst das September-Update eher ohne Highlights, aber diese Funktion, ja, wie gesagt, geht jetzt auch mit Legende, ging im August ohne Legende schon. Und ja, eine kleine Verbesserung. Der Rest waren jetzt wirklich ganz kleine Updates. Es gibt aber im Service ein paar interessante Sachen. Und zwar können wir jetzt Daten mit externen Tenants teilen, also auch mit quasi einer anderen Firma, mit deren Power BI. Wir müssen nicht mehr zwingend irgendwie Gäste als Benutzer im eigenen Tenant zulassen. Das ist eine Funktion, die sollten Administratoren aktivieren. Warum habe ich hier zwei Screenshots? Weil auf dem Microsoft-Blog geht das nämlich aus dem Data Hub heraus und bei mir im Power BI geht das nur von der Startseite, also das hier vorne. Deswegen habe ich mal beides hier so angepinnt. Schaut mal, wenn es im Data Hub bei euch nicht zu sehen ist, mit einer externen Organisation, dann nicht verzweifeln, auf der Startseite gucken, aber um es selber aktiv zu teilen, müsste dann doch euer Admin das auch freigeben. Ansonsten seht ihr einfach nicht die Option, Datensätze extern zu teilen. Aber das ist zum Beispiel schon etwas, was, ja, glaube ich, sich ganz nützlich noch erweisen wird. Dann haben wir die zielgruppenspezifische Bereitstellung von Apps. Das ist lange gewünscht worden von vielen, dass wir jetzt, wenn wir so einen Power BI Arbeitsbereich als App verteilen, dass wir dann auch mehrere Zielgruppen definieren können mit verschiedenen Rechten, mit verschiedenen Seiten, auch innerhalb von einem Bericht, die sie unterschiedlich sehen können. Also eben, man braucht nicht mehr irgendwie so pseudomäßig den Arbeitsbereich kopieren und irgendwie krumm verteilen, sondern das geht jetzt alles in einer App. Das ist wirklich etwas, worauf sich einige gefreut haben. Und zu guter Letzt, es gibt jetzt eine Option für die sogenannte horizontale Fusion, also Microsoft mit dem Namen, gerade auf Deutsch ist das schon immer etwas lustig, aber Horizontal Fusion ist eigentlich nur eine Performance-Verbesserung, nur für Premium-Benutzer. Die technischen Details erspare ich auch an dieser Stelle. Das soll einfach nur zeigen, das ist schon wesentlich schneller, wenn man es aktiviert. Und es geht darum, viele kleine Anfragen zu einer großen zusammenzufassen. Ist aber noch ein Vorschau-Feature und wie gesagt nur Premium. Und damit übergebe ich auch an den Florian. Ja, vielen Dank. Bei Power BI gab es nicht so viel, dafür bei der restlichen Power-Plattform dann doch umso mehr. Sehr spannend bei Power Automate, nutzungsbasierte Zahlung für alle Flow-Arten. Also bisher kannte man das eben, dass man die Premium-Flows und die Desktop-Flows eben pro User lizenzieren musste. Das ist auch relativ teuer. Ich habe im Labeling noch Attended und Unattended vertauscht.
Das heißt, ich habe für so einen Desktop-Flow irgendwie 40 Euro bezahlt und Unattended dann sogar 85. Das Ganze kann ich jetzt auch einfach per Flow lizenzieren. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich wenige Flows habe, die vielleicht einmal Monat zum Monatsabschluss mir irgendwie Daten aus SAP abziehen müssen. Dann zahle ich eben für den Flow-Run 50 Cent und muss nicht den gesamten User lizenzieren. Also da eben ein spannendes Modell für Leute, die Premium-Flows nur sehr selten laufen lassen müssen. Da dann eben einfach auf eine nutzungsbasierte Zahlung umzusteigen. Es gibt eine neue Sharing Experience in Power Apps, nicht ganz so spektakulär. Ich kann jetzt einfach eine benutzerdefinierte Nachricht definieren. Ich kann auch ein Bild anhängen und dann bekommen die Nutzer, wenn sie die App geteilt bekommen, eben meine spezielle Nachricht mit noch einem Screenshot vielleicht vom Einstiegsbildschirm der App und haben dann eben so ein gewisses Customizing für meine Nachrichten. Spannender ist das, was als nächstes kommt, und zwar die Power Apps Karten oder Power Cards. Da kursieren verschiedene Begriffe. Das ist jetzt eben die Möglichkeit, Karten über einen Power Apps Editor zu bauen. Also man kennt ja bislang diese Adaptive Cards, die ich mir über adaptivecards.io mühsam zusammenbauen muss. Das hat auch wenig mit Low-Code zu tun. Da hat Microsoft jetzt eben so ein bisschen nachgesteuert und hat jetzt eben so einen Editor geliefert, um eben sogenannte Mikro-Apps, wie sie es selbst auch nennen, zu erstellen, wo ich eben Daten freigeben, sammeln, verbinden kann und ich kann auch entsprechende geschäftskritische Entscheidungen treffen. Da hat Microsoft auch ein paar Funktionen hinterlegt, die wir so ein bisschen auf der nächsten Seite sehen. Die habe ich jetzt einfach auch mal aus dem Englischen übernommen. Also ich habe auch PowerFX-Funktionen, also die Funktionssprache von Power Apps und Power Automate. Da kann ich eben gewisse Aktionen hinterlegen. Ich habe verschiedene Konnektoren in der Theorie. Aktuell bietet Microsoft ausschließlich Dataverse an. Das machen sie eben auch, um so ein bisschen Dataverse zu pushen. Ich kann auch Variablen benutzen, um eben Werte anzubinden und, das war ein bisschen zu schnell, genau, und im Moment ist eben Dataverse auch der Ort, in dem die Karte gespeichert wird und man sieht jetzt auch einfach diese Karte, wie die einfach in Teams einmal gerendert wird. Das heißt, ich baue mir jetzt die Karte in so einem Power App Studio zusammen, bekomme dann eine URL, kann die in meinem Teams Chat einfügen und dann können die Leute mit der Karte arbeiten. Also nochmal deutlich komfortabler, als das bislang der Fall war und auch interaktiver, diese Karten. Dann haben wir Named Formulas, meiner Meinung nach eine Riesenänderung in Power Apps. Wir kennen es ja aus Excel. In Excel kann ich in einer gewissen Zelle kann ich einen Namen geben und kann überall anders auf diesen Namen referenzieren. Das ging in Power Apps bislang nicht. Das haben die jetzt eben geändert als experimentelles Feature. Sehen wir oben rechts in dem Screenshot. Benannte Formeln muss ich einmal aktivieren. Und dann sehen wir unten drunter auch einmal, wie die Schreibweise ist. Und da haben sie es wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Wirklich Variablename ist gleich und dann die Definition. Und das Gute ist an dieser Definition, die Variable ist immer verfügbar, sie ist immer aktuell. Also wenn ich da eine Datenquelle anbinde und mache irgendwie einen Patch-Befehl aus meiner Power Apps, dann wird das automatisch aktualisiert und ich kann es auch nicht einfach verändern. Also ich beschreibe, wie das Ganze aussieht und über die Laufzeit meiner App bleibt diese Variable einfach unverändert. Da vielleicht noch als kleine Anmerkung steht, unten drunter läuft jetzt mit der Power Apps Version, die da unten angegeben ist, mit der 27 am Ende. In den ersten 2 Wochen hat es nicht funktioniert, da hat man das eingebaut, da hat die App nicht mehr geöffnet, da hat Microsoft mittlerweile auch den Patch geliefert. Läuft jetzt bei mir vorerst, habe ich dazu geschrieben, stabil. Dann als nächstes Feature haben wir Co-Authoring. Man kennt mittlerweile bei Power Apps, kennt man das, ich binde die ans GitHub an. Da hat Microsoft jetzt zur letzten Konferenz rausgebracht, dass ich mit mehreren Leuten gleichzeitig an einer App arbeiten kann. Und das ist meiner Meinung nach wirklich auch eine Riesenänderung. Das heißt, man sieht das jetzt oben auf dem Screenshot auch so ein bisschen, das ist so ähnlich, wie ich das aus PowerPoint kenne. Ich sehe, welcher andere User ist denn gerade an welchem Element oder welchem Screen dran. Kleiner Wermutstropfen, aktuell, so wie es aussieht, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wahrscheinlich nur für Model-Driven Apps. Also es steht dabei, Co-Authoring is rolling out for Modern App Designer. Und Modern App Designer ist eigentlich die Beschreibung für den Model-Driven Apps Designer. Also da hoffe ich, dass das für die Canvas-Apps noch kommt, aber für Model-Driven Apps auf jeden Fall schon mal eine Riesenerweiterung. Letzte Folie für mich heute ist das Thema die PDF-Funktion. Also Microsoft hat eine neue PDF-Funktion rausgebracht. Das Schöne ist an der PDF-Funktion, die erzeugt mir direkt in meiner Power-App eben einen PDF-Blob, das ich auf SharePoint speichern kann, das ich direkt irgendwie in der Power-App darstellen kann. Und ich kann in PDFs umwandeln gesamte Bildschirme, ich kann einzelne Kataloge oder Galerien umwandeln oder eben Container. Und das Schöne ist auch, ich kann der PDF-Funktion sagen, dass auch die Sachen, die quasi die erst sichtbar sind, wenn ich scrolle, dass die mit auf der PDF ausgedruckt werden. Im Moment ist das Layout von der PDF nicht wirklich viel beeinflussbar, vor allem bei mehrseitigen PDFs, aber meiner Meinung nach auch ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
Ja, wenn ihr dazu Fragen Super. habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten bin ich mit dem Power-Plattform-Thema durch. Gut, prima, wunderbar. Vielen Dank für euren Input. Schauen wir weiter, Microsoft 365 und Viva. Gab es auch ein paar neue Videos Richtung, was sind denn da überhaupt die Vorteile und so weiter und was kann man damit alles tun? Schauen wir gleich auf die Folien drauf. Und zwar, wir haben bei Viva Connections künftig die Möglichkeit, Umfragen zur Besprechungseffektivität durchzuführen. Sieht man hier, war auf der im Admin Center mit drin, wo es einfach eine ausführlichere Umfrage gibt, als wir jetzt bloß hinter der hint nach der Besprechung die 3 Sterne. Dann gibt es in Viva Connections eine überarbeitete Startseite. Ihr seht, vorher hat es eher nach SharePoint ausgesehen. Das Neue sind eben diese ja, angelehnt eher an den Stil der mobilen Ansicht. Ich habe hier auch noch ein paar Screenshots mitgebracht mit diesen einzelnen Karten, beziehungsweise dann rechts dran auch mit einem Feed. Oben drüber dann Zugriff auf die verschiedenen Viva-Produkte und drunter dann Links zu den verschiedenen SharePoint-Sites. Also sprich, die Startseite da nochmal etwas umgeändert und jetzt nicht mehr nur eine stinknormale SharePoint-Page. In Viva Learning bekommen wir einen neuen Admin-Tab mit entsprechender Oberfläche, um Einstellungen da vorzunehmen, was für Content da alles drin ist und so weiter. Sollte am 16. September bereits schon soweit sein. Ich habe noch nicht gesehen. Dann neue Funktionen der Viva Learning App in Teams auf dem Smartphone. Ihr seht, die Viva Learning App ist ja keine eigene App, sondern eine App innerhalb von Teams und da gibt es Benachrichtigungen dann in der Teams App, wenn sich da was tut. Und ich kann jetzt eben in diesen Konsum, also das Angucken von Inhalten direkt in der Teams App machen und muss dazu nicht mehr dann aus Teams raus. Außerdem gibt es noch eine Such- und Filterfunktion mit dazu. Dann gibt es auch noch ein paar Design-Aktualisierungen an dieser Viva Learning App. Moment, genau, der Home- und My-Learning-Registerkarten gibt es neu, um da die Navigation etwas vereinfacht zu machen. Man sieht sie relativ schlecht. Hier oben kommen sie irgendwann mal, wenn er mit Scrollen gerade fertig ist, wo ich hin und her schalten kann. Dann haben wir die Viva-Lernkarten für Viva Connection Dashboards, also sprich für dieses Viva Connection für die Startseite und so weiter, gibt es jetzt eben auch diese Karten aus Viva Learning raus, die ich dann da anzeigen kann, die ich da nutzen kann, um auf einen Lerninhalt entsprechend hinzuweisen. Dann haben wir noch ein paar Verbesserungen an der Integration von Viva Learning, zum Beispiel in Richtung LinkedIn Learning Hub, in Richtung nahtlose Navigation zwischen den Anwendungen, Konsolidierung der Oberflächen für Administratoren, was ich vorher gezeigt habe. Also man arbeitet noch etwas dran, kann man vielleicht zusammenfassend sagen. Viva Goals gibt es ein paar neue Integrationen. Ihr seht es hier auf dieser Slide. Natürlich Integration in Teams, Azure DevOps, Verbindung zu Power BI-Datensätzen und zu Planner und Project, also dass ich mich da anknüpfen kann. Bei Viva Topics, jetzt sind wir wieder beim nächsten Thema, werden künftig meine Themen, für die ich auch mitverantwortlich bin und um die ich mich kümmere, die werden künftig auch auf meiner Personenkarte dargestellt, also da, wo eure Handynummer draufsteht, da, wo eure Mailadresse draufsteht. Wenn irgendjemand über euren Namen drüber hovert irgendwo in Microsoft 365, dann sieht man diese Personenkarte und da steht jetzt künftig auch das Viva Topics Thema drauf, wo man dann direkt hinhovern oder hin navigieren kann. Es gibt neue Themen. Typen, also sprich, bisher hat man gesagt, ja, ein Thema ist ein Thema. Und jetzt mittlerweile gibt es da über 150 verschiedene Typen, wo ich jetzt sagen kann, ja, hierbei handelt es sich um ein Produkt, hierbei um ein Projekt, dabei um eine Veranstaltung, um etwas besser in diesem Topic Center mit den verschiedenen Sachen arbeiten zu können. Also sprich, ich habe jetzt da 150 Kategorien in Viva Topics zur Verfügung. Ebenfalls in Viva Topics gibt es für Administratoren oder für Content-Verwalter eine Score-Spalte, um schneller zu erkennen, wer beschäftigt sich denn mit dem Thema, wen interessiert das überhaupt, um vielleicht auch abwägen zu können, wie relevant ist das, was ich hier für Inhalte zusammenbaue.
Dann sind wir bei Viva Engage. Da gibt es Storyline und Stories jetzt neu und verfügbar. Also sprich das, was wir eigentlich auf Yammer, was ja die Communities-App in Teams war, die basierte ja auch schon auf Yammer, hieß aber Communities, jetzt heißt sie Viva Engage. Und da drin gibt es jetzt eine neue Funktion, wo man eben mit diesen Stories eben arbeiten kann. Dann wird noch ein Leadership Corner kommen mit speziellen Anforderungen für Führungskräften, so eine gewisse Ask Me Anything-Stil, wo ich dann auch gefragt werden kann, wo ich reagieren kann und so weiter. Das ist allerdings ein Ausblick, kommt erst nächstes Jahr, aber da wird noch was kommen, um den Kontakt mit meinen Mitarbeitern zu pflegen. Genauso kommt dann auch eine Answer-Funktion in Viva Engage, wobei ich mir da noch nicht so sicher bin, weil eigentlich gibt es diese Answer-Funktion bereits für Yammer. Und Viva Engage ist ja bloß der Yammer-Connector, wo ich zum Beispiel sagen konnte, das ist die beste Antwort, diese will ich upvoten und so weiter. Es steckt wohl ein bisschen KI jetzt noch dahinter, davor war das nicht der Fall. Bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Viva Sales hatten wir in einer der vergangenen Sendungen schon, was mir Salesforce oder Dynamics CRM eben in mein Outlook und in mein Teams bringt. Genau, die Answers in Viva hatten wir auch gerade schon. Dann gibt es noch eine Ankündigung People in Viva. Dieses People-Register oder diese Ansicht kennen wir auch schon von früheren Zeiten aus Teams, wird jetzt auch unter dem Deckmantel Viva nochmal neu gebrandet und ausgerollt, soll im Frühjahr 2023 kommen. Und dann gibt es noch Viva Pulse für Teamleiter und Führungskräfte, soll es da die Möglichkeit geben, eben Feedback einzuholen von meinen Mitarbeitern, auch Ankündigung für 2023. Also ihr seht es ganz viel, soll da nächstes Jahr noch kommen. Genauso Viva Amplify verbessert die interne Botschaften, also interne Kommunikationsprozesse, damit ich die verbessern kann, um die zentralisieren zu können. Dafür soll dieses Werkzeug dienen. Also sprich, wir werden wahrscheinlich da mal eine eigene Session machen, was das Zeug jetzt alles ist, was Microsoft da macht. Soweit bloß mal zur Info und zum Überblick, dass ihr seht, was sich da tut und was sich da gerade in Entwicklung ist. Selbstmanagement, schauen wir weiter. Da waren wir auch aktiv mit einigen Videos, zum Beispiel Sprachnotizen aufnehmen über OneNote, geht jetzt auch über die Office-App, haben wir aktualisiert oder das ganze Telefonie-Thema nochmal aufgegriffen, wie richte ich denn da meinen Anrufbeantworter und so weiter für mich ein, haben wir in die Videos mit reinverpackt und aktualisiert. In To-Do gibt künftig die Möglichkeit, auch mehrere Accounts zu haben in meiner To-Do-App für iOS und iPad und Apple Watch anscheinend auch, habe ich nicht getestet. Im Februar 2023 soll das kommen. Man merkt, früher waren immer die iOS-Sachen etwas schneller. Jetzt scheint so, als ob die Android-Sachen mittlerweile etwas schneller kommen. Auf Android haben wir das auf jeden Fall schon zur Verfügung. OneNote haben wir ein neues Zeichnen-Menüband. Früher war das mit integriert in ein anderes. Jetzt haben wir das eigentlich so wie im Stil bei Word, Excel und PowerPoint auch bekannt und alle Funktionen zum Stift eben darunter vereint. Die OneNote-App für Windows 10, die man mal als Nachfolger angekündigt hat für OneNote 2016, ist ja abgekündigt, läuft 2025 aus, also sprich, gesetzt wird jetzt wieder, was ich vorher gezeigt habe, auf OneNote ursprünglich mal 2016, beziehungsweise jetzt halt die Fortentwicklung davon, also auf die richtige App, die sich auch so anfühlt wie Word, Excel und PowerPoint. Benutzen könnt ihr die Windows 10 App aber natürlich bis 2025 problemlos. In Outlook haben wir auch ein paar Neuerungen. Find Time wird ersetzt durch Scheduling Poll, also sprich dieses Find Time Add-in, das man früher mal separat nachinstallieren musste, gibt es jetzt da separat oder wird jetzt integriert als eigene Funktion. Da werden wir unser Video dazu auch noch umarbeiten. Und To-Do wird integriert in Outlook. Bei Integration bedarf es mal einer Definition bei Microsoft. Ich spreche dann nicht von einer Integration, wenn man einen Wrapper nimmt und da irgendwas reinklatscht. Ja,
Ich habe auch direkt auf der Tech-Community einen Artikel dazu veröffentlicht, was mir da alles nicht passt an dieser Integration. Aktuell kann ich da natürlich draufklicken, dann sehe ich das in Outlook. Aber die Suche funktioniert oben drüber nicht. Ich habe kein Menüband. Die Einstellungen sind komplett separiert von denen von Outlook und so weiter. Finde ich nicht gut. Habe ich da auch geschrieben. Ich habe auch den Tech-Community-Artikel da mit rein verlinkt. Ihr könnt mir gerne ein Like geben für den Beitrag, wo ich da veröffentlicht habe, oder eure Meinung dazu noch dazu schreiben. Finde ich aber noch keine Integration, das Ganze. Dann bekommen wir selbst aktualisierende Kontakte für Kollegen aus dem Unternehmen. Also wenn ihr aus eurem globalen Adressverzeichnis einen Kontakt in eure Kontakte übernehmt, eine Person da rein übernehmt, der ändert danach der Titel, dann werden diese Kontakte aktualisiert. Das war bisher nicht so, sondern das war dann eine einfache dumme Kopie und jetzt haben wir da eben selbst aktualisierte Kontakte. Funktioniert aber nur für Kontakte, die ihr neu aus dem globalen Adressverzeichnis rauskopiert. Dann haben wir ein Redesign der Kategorien, war das nächste Thema, wo ich direkt on fire war. Da steht dann im Blogbeitrag was drin von Microsoft. Wir entfernen uns von der traditionellen Art der Organisation von Kontakte und führen Kategorien ein. Eine neue, einfache, moderne, flexible Möglichkeit, Kontakte zu verwalten. Outlook 97 gab es auch schon Kategorien, was jetzt da so ganz neu und innovativ war, weiß ich auch nicht, habe ich auch direkt einen Artikel dazu erfasst mit ein paar Verbesserungsvorschlägen, was mir da alles noch nicht passt, könnt ihr auch drauf gucken, steht auf Tech Community öffentlich drauf. Gut, dann überarbeitete Kontaktkarte an sich im Outlook, im Web, um da schneller die Kontaktdaten zu pflegen. Das ist soweit schön gemacht, sieht gut aus. Dateien und Dokumente, auch da haben wir uns mit einigen Neuerungen beschäftigt. Zum Beispiel, wie man in Lists nur auf eigene Elemente zugreifen darf und nicht andere ändern darf oder wie man Wissensdokumente organisiert. Und dann haben wir bei OneDrive eine Neuerung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie der Hans vortragen will. Ansonsten mache ich das. Das ist die Aktivitätenspalte, kommt da frisch dazu. Da seht ihr dann in dieser Aktivitätenspalte, wenn jetzt ich jemand anders ein Dokument freigegeben habe, dass jetzt der andere irgendwelche Änderungen vorgenommen hat. Und das wird dann mehr oder weniger mitprotokolliert in dieser Aktivitätenspalte. Steht auf der Roadmap drauf für Oktober 27. Dann haben wir ein verbessertes Personen-Webpart, wo es ein paar Informationen dazu gibt. Und dazu darf ich dann auch Dominik nur übergeben, oder? Du bist eigentlich, nee, du machst den nächsten Part, der kommt jetzt gleich noch. Also Personenkarte. Und jetzt kommt der Dominik mit Intranet, Videoplattform und Community. Bitteschön. Ja, aber perfekt. Denk dran, wir haben noch 100 Folien und noch nicht so viel Zeit. Plus für meine Nachreden noch. Ja, passt. Danke, Thomas. Ich habe auch gar nicht so viele Infos für all die, die mit Videos im Unternehmen arbeiten oder ein Intranet pflegen bzw. Communities. Auf der Folie seht ihr noch mal ein paar Videos, die wir zum Thema gemacht haben, wie man mit Stream, vor allem jetzt auch Stream on SharePoint, das ist nämlich sogar was, was ich mitgebracht habe, wie man dort Videos aufnehmen kann, wie man Videos schneiden kann, wie man Videos aus YouTube in seine Präsentation integriert und so weiter. Also schaut da gerne mal drauf. Ansonsten kommen wir zur ersten Neuerung, die habe ich das letzte Mal angekündigt und ist jetzt vorhanden, nämlich das Hero Webpart, das nicht nur Bilder oder Links mittlerweile, die man da mit dem Webpart nutzen kann, sondern auch Videos. Also ihr könnt da ein Video dahinter legen. Ihr seht das auch, sobald man hier auf den Play-Button klickt, wird das eingebettet, abgespielt. Das ist ganz cool. Wir nutzen das zum Beispiel für unsere neuen Videos in einem Feature-Banner zum Beispiel oder wenn man so kleine Erklärvideos hat. Wir haben hier mal erklärt, wie man nach einem Video sucht in SharePoint. Und dann kann man dort direkt auf Videosuche klicken und sieht sofort das Video eingebettet. Also eine ganz schöne Funktion, die ihr jetzt nutzen könnt. Genauso könnt ihr jetzt mit Stream on SharePoint mehrere Untertitel zu einem Video hochladen. Das war uns ein, ich sag mal, Pain in the Ass, wenn man sagt, man hat ein zum Beispiel englisches Video und möchte vier weitere Untertitel hinterlegen und möchte dem Anwender die Möglichkeit geben, den Untertitel zu wechseln. Dann ging das nicht.
das ist jetzt auch möglich. Deswegen das noch zum Thema Stream on SharePoint. Das habe ich gerade schon erwähnt, nämlich das Aufzeichnen. Ihr könnt jetzt mit der neuen Stream-App tatsächlich euren Bildschirm euch selber aufzeichnen. Ihr könnt Effekte nutzen. Ihr seht das im Screenshot. Thomas hat dazu schon ein Video für uns aufgenommen. Ihr könnt euch da ähnlich wie in Teams in einer Präsentation reinlegen, euer Kamerabild. Also eigentlich auch eine ganz nette Funktion, die da noch kam. Ansonsten für all die, die sich immer gefragt haben, wie kriege ich eigentlich meine ganzen Stream-Videos, die ich in Stream Classic habe, zu Stream on SharePoint, sobald es die App nicht mehr gibt, beziehungsweise Stream Classic nicht mehr gibt. Man sieht es hier in der Info, bis Anfang 2023 soll da auch ein Abkündigungsdatum vorhanden sein für Stream Classic. Dann wird das noch, ich glaube, ein Jahr oder so bis zu diesem Datum offen gelassen und dann abgeschalten. Und in der Zeit kann man migrieren, zum Beispiel mit diesem Migrationstool, das es jetzt in der Preview gibt. Dort könnt ihr quasi die Inhalte rüberlegen. Ihr könnt auch hier über die Einstellung tatsächlich eine Nachricht in Stream Classic hinterlegen. Sobald da ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin unterwegs ist, wird dort die Nachricht angezeigt. Die könnt ihr selber definieren oder ein Standard, dass es quasi Stream on SharePoint gibt und die Videos rüber migriert werden und so weiter. Genau. Dann gibt es eine Beta-Version für die neue Stream Smartphone App. Also es gibt eine neue Smartphone-App für Stream. Dort kann man sowohl Stream Classic-Videos als auch Stream on SharePoint-Videos anschauen. Man hat Zugriff auf die Teams-Besprechungsaufzeichnungen, kann sich hier Favoriten markieren, um sich später anzuschauen, zum Beispiel im Zug, und hat so quasi jederzeit Zugriff auf all die Videoinhalte, die im Unternehmen zur Verfügung stehen. Dann kommen wir noch zu Yammer, da eine, ich sag mal, etwas technischere Nachricht. Die nicht-nativen und hybriden Yammer-Netzwerke, also es gab immer drei Netzwerke, die nicht-nativen, die hybriden und die nativen Netzwerke quasi. Die nativen Netzwerke beziehungsweise dieser systemeigene Modus, der jetzt hier vereinheitlicht wird, bedeutet, dass immer Gruppen auch immer automatisch Microsoft 365-Gruppen sind, dass Personen immer im Azure Active Directory vorhanden sind, dass Dateien immer im SharePoint liegen. Und das ist halt bei den nicht-nativen und hybriden Yammer-Netzwerken nicht immer so. Also es kann sein, muss aber nicht. Und das wird überführt in einen Mandanten. Möchtest du noch was dazu sagen, Thomas? Nee, passt. Kam einfach aus der Historie von Yammer.com her, wo man alte Netzwerke da noch hatte. Genau, passt. Genau. Und okay. Ich glaube, eine Folie gibt es noch zu den Storylines, aber du kannst gerne die Folie weiterklicken. Du hast ja das schon erwähnt bei dem Thema Viva Engage, hier auch für Yammer. Man kann das aktivieren in der Preview als Netzwerk oder Yammer-Netzwerk-Admin und dann kann man da die Storylines nutzen. Vielleicht hier noch zwei wichtige oder interessante Infos. Falls ihr euch fragt, ob denn auch Gäste Yammer Storylines sehen können. Nein, Gäste können es nicht. Und man wird sogar in Zukunft, habe ich gelesen, die Möglichkeit haben, diese Funktion auf spezielle Gruppen nur einzustellen, dass zum Beispiel nicht jeder Storylines erstellen kann, sondern zum Beispiel Führungskräfte oder wie auch immer. Genau, super. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit den Office-Apps. Auch da neues Videomaterial und Folie 80. Dateien online in PDF konvertieren. Keine Ahnung, ist keine Neuerung, glaube ich, habe ich eher zufällig erfahren bei meiner Internetrecherche, dass man das jetzt online auch tun kann. Also man kann eine Word-Datei nehmen und über office.com auf in PDF konvertieren gehen. Das bloß am Rande, falls es jemand auch noch nicht entdeckt hat, braucht man nicht installieren oder keinen Konverter dazu. Dann gibt es in den Office-Apps künftig die Suche in den Kontextmenüs, also im Grunde genommen ähnlich wie das, was wir oben in der Titelleiste haben, haben wir jetzt auch im Kontextmenü eine Suchfunktion drin, um Funktionen schneller zu finden, weil die Menüs auch immer länger werden. Wir haben einen überarbeiteten offenen Dialog in Word, Excel, PowerPoint, der kommt jetzt allerdings erst noch, um leichter auch Zugriff zu haben auf die SharePoint-Sites und die verschiedenen Teams.
eine spektakuläre Neuerung. Wann wurden Office 365 Gruppen veröffentlicht? Keine Ahnung, vor 5, 6 Jahren. Und die erste Anforderung war, wo man da irgendwas mit E-Mails machen konnte. Ja, hey, wo kann ich da mehrere Ordner anlegen? Ging bis heute nicht. Jetzt wird das nachgereicht, diese Funktion. Ich kann jetzt in einer Office 365-Gruppe oder Microsoft 365-Gruppe einen Ordner auch zusätzlich anlegen und da Regeln einsetzen. Aber das wiederum geht nicht auf Outlook Desktop Clients und Administratoren müssen das eigens aktivieren. Also muss man genau lesen, kommt nicht einfach so dazu. Falls für euch das interessant ist, weil ihr freigegebene Postfächer damit ablösen wollt oder so, guckt euch die Meldung entsprechend mal an. Excel erkennt künftig langsame Arbeitsmappen und gibt da Verbesserungsvorschläge aus, was man da rausnehmen kann, falls jetzt da noch Daten drin sind, die ungenutzt sind oder sowas. Gibt es einen Assistent dafür. Diagramme unterstützen künftig dynamische Arrays, also sprich so ein dynamischer Array heißt ja auch, dass man jetzt nicht unbedingt weiß, sind das 2 Einträge, sind das 5 Einträge und so ein Diagramm hat sich da bisher nicht drum gekümmert, sondern das hat halt hardcore, wenn man am Anfang 5 Einträge ausgewählt hat, dann waren es halt 5 Einträge. Wenn das Array aber dann größer wurde, war das dem Diagramm wurscht, jetzt wird das Diagramm entsprechend mit angepasst. Auch noch in Excel werden, habe ich künftig die Möglichkeit, einzelne Abschnitte freizugeben. Irgendwie hört sich das etwas nach Loop an. Ja, ich kann jetzt einen Bereich markieren in einer Excel-Tabelle. Ich brauche nicht mehr die ganze Mappe, nicht mehr das Tabellenblatt, sondern nur einen einzelnen Bereich kann ich da rausnehmen und freigeben. Kommentarfunktion wurde nochmal überarbeitet, wandert jetzt nochmal an den Inhalt hin, hier die Information dazu. Schauen wir zum Thema Zusammenarbeit. Da waren wir auch am aktivsten mit Videomaterial, weil sich da auch einiges wieder geändert hat, auch optisch. Wir haben auch Videos gemacht zum Thema Empfehlungen. Wie baue ich denn wirklich am besten ein Team in Teams auf? Wie betreue ich das? Wie moderiere ich das? Wie kann ich da die Verwendung analysieren als Besitzer? Wie moderiere ich meine Kanäle und so weiter? Ihr seht ganz viele Neuigkeiten, wo wir da wieder verarbeitet haben, auch zu den Webinaren zum Thema virtuellen Schulungen und so weiter. Hat es einiges gegeben. Bookings sind wir auch gerade dran. Microsoft Bookings wird die alte Web-Version am 14. November eingestellt. Bisher konnte man noch beide parallel nutzen, die neue und die alte Version. Die alte fällt jetzt dann Mitte November weg. Außerdem wird die Bookings Mobile App eingestellt zum 1. Dezember. Man soll da auf das Web-Interface ausweichen. In Planner gab es schon ganz lang mal die Ankündigung, ja, wir kriegen eine Listenansicht und eine Rasteransicht. Wir haben ja da nur die Boardübersicht. Dann kam die Rasteransicht, aber nur, wenn ich auf meinen Plan über Teams zugreife. Jetzt kommt diese Rasteransicht wohl auch direkt in Planner rein. Außerdem endlich verfügbar die Serientermine in Planner, also sprich, ich kann jetzt da einen Wiederholrhythmus angeben und sagen, diese Aufgabe soll jede Woche durchgeführt werden. Wenn ich es dann abhake, dann kommt die Aufgabe automatisch wieder mit neuem Fälligkeitsdatum. Haben wir auch lange darauf warten müssen. In Teams gibt es Wartemusik für Anrufweiterleitung, wo ich künftig da einstellen kann festlegen kann. Außerdem haben wir hier nochmal eine Tabelle, wo Microsoft bereitgestellt hat, die Kanalfunktionen im Vergleich. Also was geht im Standardkanal, was im privaten Kanal und was im freigegebenen Kanal. Über den Link könnt ihr darauf zugreifen. Excel Live ist jetzt verfügbar. Also wir teilen im Moment ja PowerPoint über diese Live-Funktion. Excel Live gibt es jetzt dann aber auch. Damit kann ich eine Excel-Datei teilen und ihr könnt dann auch direkt alle dran mitarbeiten. Also sprich, ohne dass ich separat die Datei jetzt rumschicke oder sowas, kann dann jeder in dieser Excel-Datei mitarbeiten. Wichtig dabei ist, es wird im Hintergrund die Datei auf OneDrive, auf mein OneDrive hochgeladen, wenn sie da nicht schon liegt, und es werden Freigabelinks erstellt und es gibt keine Aufzeichnung dazu. Und was habe ich noch gelernt? Es gibt Probleme, wenn im Nachhinein jemand zu der Besprechung dazukommt, weil dann hat der natürlich keinen Zugriff mehr drauf, weil da dann die Freigabe
nicht funktioniert. Also ein bisschen heikel im Moment noch, kann man aber dann mal testen. Dann haben wir noch recherchiert ein paar Shared Channel Limits. Wenn ihr da aktiv die einsetzt, guckt mal drauf. Nicht, dass ihr da euch irgendwelche Szenarios einfallen lässt, die dann durch Limits begrenzt werden. Zum Beispiel kann ich einen gemeinsamen Kanal mit maximal 50 Teams teilen, danach ist Schluss und so weiter. Guckt da mal drauf. Dann haben wir hier auch noch eine Übersicht, erreicht ihr auch über den Link unten links. Was darf denn der Co-Organisator oder ein Mitorganisator? Und der darf leider gar nicht alles, so wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat, wie der Hauptorganisator. Ihr seht, bei dem ist irgendwie doch noch allerhand rot. Sollte man sich mal damit beschäftigen, wenn man das intensiv nutzen möchte. Auf der Ignite gibt es auch einige Sessions zu Teams. Ich werde sie mir angucken und euch nächstes Mal dann darüber berichten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne noch reingucken auf die Teams-Website, auf die Ignite-Website, geht ja erst morgen los, kann man sich kostenlos dafür anmelden. Neue Reaktionsmöglichkeiten gibt es auch Nachrichten. Man kann jetzt nicht mehr nur mit den 5 Smileys reagieren, sondern mit alle 8000, also jegliche Emotion kann man da loswerden. Und ich kann Videonachrichten künftig per Chat verschicken, funktioniert auch schon, ich habe es hier auch mal getestet. Meine Nachricht ging direkt mal ohne Ton raus, weil mehrere Mikrofone und so. Super Mühe gegeben, am Dominik da tolle Nachricht zum Schicken, total nutzlos. Hat aber ansonsten gut funktioniert, bis auf das, dass sie keinen Ton hatte. Funktioniert über den Teams-Chat, nicht im Kanal übrigens. Linux-App von Windows wird zurückgezogen. Das war die erste und anscheinend auch letzte App für Linux, die man Microsoft da gebaut hat. Ja, ich nutze jetzt kein Linux, von mir aus der Schaden klein, aber kann ich mir vorstellen, nervt bestimmt der eine oder andere. Besprechungen erhalten mehr Funktionen, wenn ich über die Teams Mobile App draufgehe. Teilnehmerliste und Transkriptionen kann ich da künftig drüber abrufen. Dann haben wir noch die Funktion, dass wir Teams Chat Nachrichten. Da sehen wir übrigens auch das kleine Symbol, um eine Videonachricht zum Schicken neben dem Absenden-Button. Und wenn ich mit dem rechten Maustaste auf den Absenden-Button klicke, also auf den rechten, habe ich künftig die Möglichkeit, die Nachricht zeitverzögert zum Versenden. Muss man wissen, klickt man jetzt auch nicht ständig drauf mit der rechten Maustaste. Teams kann bald auch Zahlungen abwickeln, habe ich noch gesehen. Gab es eine Ankündigung, für uns jetzt nicht ganz relevant, bloß interessant, dass überhaupt Microsoft in die Richtung arbeitet, weil zuerst mal verfügbar für USA und Kanada, wie eigentlich immer. Und dann übergebe ich eigentlich an den Alex und der Alex ist heute der Marc. Bitte schön, deine genau. Bühne. Wenn ich es mir noch einrichten könnte, dass ich weiterklicken kann, das wäre super. Ja, du musst bloß oben auf Steuerung übernehmen klicken, alles dann ja, müsste es gehen. Dann sauber. Kannst du okay. Durch deine Folien durchgehen. Perfekt. Ich gehe auf die erste Folie gar nicht mehr so weit ein, weil ich glaube, da ist Hype genug drum gemacht worden, das Thema freigegebene Kanäle. Ihr habt jetzt halt die Möglichkeit, Kanalinhalte zu teilen mit Personen, die im Team kein Mitglied sind. Ihr müsst ein paar Einrichtungen dafür vornehmen, aber dann sollte das laufen. Nächstes Thema, Cameo, also wir binden quasi unser Videobild mit in Inhalte in Teams ein. Funktioniert jetzt auch demnächst für PowerPoint Live. Ist noch alles, was ich jetzt erzähle, ist noch nicht überall da, aber es ist das, was in den nächsten Tagen und Wochen halt kommen wird. Genau. Dann haben wir Anmerkungen auf dem Bildschirm. Das heißt, wir können jetzt demnächst tatsächlich zusammen auf den Bildschirm einfrieren und auf einem Bildschirm rumzeichnen. Ne, wie kann ich das Ganze aktivieren? Hier gibt es so ein kleines Symbol. Ich nehme mal eben hier meinen. Genau, hier gibt es ein kleines Symbol. Da kann man das Ganze tatsächlich aktivieren und dann kann man gemeinsam mit den ganzen Stiften, die man so zur Verfügung hat, tatsächlich dann auch zeichnen. Genau. Dann haben wir als nächstes Pop-out. Das finde ich ist eine der genialsten Sachen, die in den letzten Monaten gekommen sind in den Meetings. Denn mich hat es auch immer genervt, dass ich einen Inhalt tatsächlich nicht in vernünftiger Größe mir angucken konnte.
Jetzt kann ich halt tatsächlich den Inhalt, der präsentiert wird, mir in ein eigenes Fenster packen und kann mir das in normalen Größe angucken. Und auf dem zweiten Bild sind praktisch dann alle Videostreams noch enthalten. Das finde ich wirklich ist eine geniale Geschichte. Was noch nicht funktioniert, und da wäre vielleicht ein Feedback ganz spannend, ob es nur bei mir nicht funktioniert, wieder zurück zu poppen. Ne? Also zu sagen, ich will jetzt aus dem Pop-out wieder zurück ins normale, die normale Darstellung, dann bleiben bei mir zumindest nur die Videostreams erhalten, aber der Inhalt ist weg. Ne? Also da müsste man vielleicht noch mal einmal nacharbeiten, sind wir aber auch dran. Genau. Dann, es gibt jetzt demnächst die Möglichkeit, Simultan-Dolmetscher quasi zu bestimmen. Die bestimmte Inhalte tatsächlich per Sprache übersetzen. Und dann funktioniert das letzten Endes wie im Fernsehen auch. Die Sprache oder der Ton desjenigen, der präsentiert, wird runtergeregelt. Und der Übersetzer, der Simultandolmetscher, wird dann hochgeregelt vom Ton her. Und jeder Teilnehmer kriegt am Anfang der ganzen Veranstaltung eingeblendet, in welcher Sprache willst du das Ganze denn tatsächlich für dich übersetzen lassen. Genau. Zusammenmodus für alle aktivieren, auch das ist relativ ärgerlich gewesen in der Vergangenheit, wenn man mit dem Zusammenmodus gearbeitet hat und mehrere haben für sich selbst diesen Zusammenmodus aktiviert und irgendwer hat in einem Zusammenmodus eine andere Darstellungseinheit gewählt, dann wurde der für alle, die diesen Zusammenmodus für sich persönlich aktiviert haben, geändert. Mittlerweile sagt man einfach, wenn ich in diese Galerieansicht zum Beispiel will oder diese Zusammenmodusansicht will, kann ich das jetzt für alle einstellen, dass alle automatisch dort landen. Und das finde ich ist auch eine ganz witzige Sache eigentlich. Und ich kann auch die Personen tatsächlich anordnen, also wo wer sitzen soll. Auch das geht mittlerweile. Genau, verlassen. Das ist auch immer ein netter Punkt. Ich bin auch jemand, der eigentlich immer direkt auf Verlassen klickt oben rechts. Wenn ich allerdings auch mal auf mehreren Geräten eingewählt bin, dann muss ich immer auf jedem Gerät auf Verlassen klicken. Brauchen wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir können tatsächlich jetzt hier rechts, Moment, ich mache mal wieder jemanden. Wir können jetzt tatsächlich hier rechts auf dieses kleine Zeichen klicken, dann sagen, auf all meinen Geräten verlassen oder eben auch, wenn ich der Organisator bin, ich kann die ganze Besprechung beenden, was dann auch nicht dazu führt, dass Aufzeichnungen zum Beispiel unnötig lange weiterlaufen. Genau. Dann das nächste Thema. Da muss mir noch mal ein bisschen jemand den Use Case erklären, der damit tatsächlich zusammenhängt. Ich habe ihn noch nicht so richtig durchdrungen, aber man kann jetzt oder man bekommt jetzt in der Einladung immer eine Besprechungs-ID angezeigt und einen Passcode. Und ich könnte jetzt eben nicht nur hier draufklicken und sagen oder nicht nur direkt auf den Besprechungslink klicken, sondern ich könnte auch sagen, mit einer ID und dann dem dazugehörigen Passcode beitreten. Wie gesagt, mir hat es sich noch nicht so richtig erschlossen, was der Sinn der ganzen Nummer ist, aber vielleicht kann mir ja noch einer eine Anregung schicken. Gesprochene Sprache für Live-Untertitel. Das ist auch eine sehr, sehr nette Sache, die jetzt ist. Das ist nur dieser unscheinbare Haken hier, den man setzen kann. Bislang ist es ja so, wenn ich für mich die Transkription einschalte und die Live-Untertitel einschalte, ist es immer automatisch in Englisch gestartet und ich musste umschalten auf Deutsch. Das geht mittlerweile auch so, dass ich mir die Sprache für die nächsten Male festlegen kann und sagen kann, bitte, wenn ich da draufklicke, dann bitte immer in der Sprache, die ich jetzt gerade ausgewählt habe. Finde ich auch eine ganz pfiffige Geschichte. Genau, in Sofort-Meetings, die ich aus dem Kalender raus starte, kann ich jetzt mittlerweile auch Apps hinzufügen, wenn ich das möchte. Auch was ich noch nie gebraucht habe ich mache das seitdem es Teams gibt, bin ich in dem Bereich unterwegs. Ich habe noch nie sowas gebraucht, aber wir haben die Möglichkeit, es jetzt zu tun. Nächste Neuigkeit, Forms wird umbenannt in Polls. Auch das passiert häufiger mal. Was man jetzt machen kann, nachdem man so eine Umfrage gemacht oder nachdem man zum Beispiel ein Training gemacht hat, kann man jetzt eine Umfrage einblenden und dann kann man direkt hier so einen Counter sehen, der mitzählt, wie ist denn die Zufriedenheit der Teilnehmer gewesen. Das ist auch eine Neuerung, die jetzt mit Polls kommt, die in Forms so noch nicht möglich war. Was ich auch noch machen kann, ich kann in die Chat-Inhalte oder in meine Chats jetzt auch die LinkedIn oder eine LinkedIn-Registerkarte mit einblenden, wenn derjenige dann tatsächlich auf LinkedIn vertreten ist. Auch da wieder nach Vorname, Nachname suchen. Und dann kann ich mir auch die LinkedIn-Registerkarte mit in den Chat einbauen, wenn ich das denn möchte.
Chat-Dateien speichern. Bislang sind die immer im OneDrive gespeichert worden oder sonst was. Ich kann jetzt hingehen und kann sagen, für Downloads, die im Chat tatsächlich passieren, kann ich den Download-Bereich so anpassen, dass er zum Beispiel zu allem anderen passt, was ich in meinen Browsern downloade. Ne? Also es landet dann alles im Downloads-Ordner und nicht mehr irgendwo anders. Auch das ist jetzt mittlerweile möglich. Einfach über die Einstellungen reingehen und auswählen. Genau, für die Apple-User, ich habe mal versucht, mich auf Apple umzustellen, nachdem ich 30 Jahre Windows benutzt habe. Das hat bei mir nicht funktioniert. Aber ich habe mir sagen lassen, Microsoft Teams, die optimierte Version für Apple Silicon, soll wirklich sehr, sehr gut funktionieren und sieht wirklich jetzt im Prinzip 1:1 genauso aus, wie die Windows-App auch aussieht und funktioniert auch genauso gut. Was ich noch kann, bei den Ad-Mentionings hat sich jetzt oder wird es automatische Gruppierungen geben. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel die Teambesitzer eines Teams direkt Ad-Mentionen. Ich habe zum Beispiel als Mitglied einen Vorschlag für ein neues Teammitglied gemacht. Die Mitglieder oder die Besitzer haben nicht direkt darauf reagiert. Jetzt könnte ich die innerhalb der Unterhaltung nochmal direkt anschreiben und Ad-Mentionen und sagen, nimm doch mal bitte oder guck doch mal bitte in die Mitgliederaufnahmen rein und genehmige mal das neue Mitglied. Also ich kann jetzt auch Teambesitzer oder es gibt automatische Gruppen bei Ad-Mentionings geben. Jetzt gehen wir zu der Mobile-App rüber für iOS und Android. Das hatten wir ja eben auch schon gehört. Die Mobile-Apps sind mittlerweile in der Entwicklung tatsächlich vorne und die Desktop-Apps kommen immer etwas später hinterher. Ich kann jetzt tatsächlich hingehen und in den Mobile-Apps sagen, gibt es den Punkt in den Einstellungen Übersetzung und ich kann tatsächlich hingehen und sagen, alle Nachrichten, die in irgendeiner Sprache reinlaufen bei mir, sollen automatisch zum Beispiel in meine Landessprache übersetzt werden. Funktioniert auch, funktioniert ganz hervorragend. Habe ich heute auch nochmal getestet. Das läuft auch sehr gut. Für die, die Anrufe nutzen, es war bis jetzt immer ein Ärgernis, dass man Anrufe nicht aus der Anrufliste löschen konnte. Das wird jetzt auch kommen. Aus der Ansicht entfernen, ne? Also hier auf die drei Punkte, aus der Ansicht entfernen und der Anruf ist weg. Das heißt, ich kann meine Listen auch mal so ein bisschen bereinigen. So, jetzt kommen wir zu den Raumsystemen für Microsoft. Das ist nicht für jeden spannend, aber wer mit großen Windows- oder Microsoft-fähigen Bildschirmen arbeitet in Besprechungsräumen und zwei nebeneinander hat, kann jetzt zum Beispiel 18 Personen gleichzeitig dort laufen lassen. Das war bislang, wurde auch schon aufgeteilt, aber eben nicht auf zwei Bildschirme mit 18 Personen. Das ist jetzt eine Neuerung, dass die Zahl da deutlich erhöht worden ist. Dann gibt es den Stummstatus, das heißt, ich kann mir anzeigen lassen, auch auf einem Raumsystem mittlerweile, bin ich stumm geschaltet oder bin ich nicht mehr stumm geschaltet. Der Knopf ist fast nicht zu sehen, er ist hier ganz unten rechts in der Ecke. Wenn man dann 3-4 Meter davon weg sitzt, hoffe ich, dass eure Auflösung so gut ist, dass man den tatsächlich sehen kann, diesen Knopf. Ja, und dass man den Status auch sehen kann. Genau. Das ist dann auch, glaube ich, meine letzte Folie, wenn ich das richtig sehe. Es gibt jetzt auch für die Raumsysteme die Geräuschunterdrückung. Die kennen wir ja von den ganzen anderen Anwendungen schon relativ lange. Die gibt es jetzt auch für die Raumsysteme. Also auch da wird jetzt die Geräuschunterdrückung eingeführt. Das war's von mir. Super, perfekt. Vielen Dank für deinen Input. Dann mache ich die letzten paar Folien. Loop, Microsoft Loop, wo es eigentlich ja die App und so weiter noch aussteht, kommt jetzt die Loop-Komponenten auch zu Office oder zu Outlook mit dazu. Ihr seht es hier drin, aktuell aber nur für die Insider. Also sprich, dauert noch, bis das an alle ausgerollt wird. Dann haben wir noch das letzte Thema rund um Windows. Bei Windows haben wir den Teams-Chat und Videoanruf in Windows 11 wurde etwas überarbeitet. Wenn man da mal reinguckt, sieht jetzt etwas anders aus bei dieser integrierten Version von Teams in Windows 11. Dann bekommen wir für Windows 11 eine größere Taskleiste für Touch-Geräte, damit ich da auch die reelle Chance habe, eine App auszuwählen. Das Snipping-Tool hat künftig die Möglichkeit, Screenshots automatisch zu speichern. Das war ja auch schon mal abgekündigt. Jetzt ist das aber wieder das Tool der Wahl und wird auch wieder weiterentwickelt, um Screenshots zu machen. Dann habt ihr noch eine überarbeitete Foto-App.
Da gab es ja mal das Windows, wie hat denn das geheißen? Ich nutze das sogar, die Windows Live Fotogalerie, und da soll jetzt das ein Stück weit der Nachfolger davon werden. Mir fehlen nach wie vor einige Funktionen, aber grundsätzlich schön, dass man da in der Richtung was tut. An dieser Fotos-App soll auch nicht mehr so instabil sein wie vorher. Eine größere Fläche für die Widgets, da habe ich bis heute nicht so wirklich den Sinn erkannt. Seit Windows Vista bauen wir ja an irgendwelchen Widgets rum. Bis auf Wetter und Nachrichten weiß ich nicht, was da drin ist. Aber größere Fläche kann ich jetzt auch oben, eine Suchfunktion habe ich drin und so weiter. Kann man sich ja mal angucken. Clipchamp wurde von Microsoft ja gekauft, wird jetzt auch in Windows integriert als Video-Editor-Werkzeug, also um Videos zu schneiden und anzupassen. Dann könnt ihr künftig mit Windows 11 Amazon-Apps, also Android-Apps nutzen. Das, was ich alles installieren wollte, gab es auf jeden Fall alles nicht im Amazon-App-Store. Ich weiß nicht, suche ich nach den falschen Dingen. Auf jeden Fall grundsätzlich, der Amazon-App-Store läuft und ist verfügbar. Bei den Devices haben wir auch was aktualisiert rund um das Surface Hub. Da gibt es noch eine Neuerung beim Surface Duo. Da kommt künftig die Version Android 12L und damit wird euer Surface Duo auch etwas optisch etwas näher an Windows 11 herangerückt, weil einfach Designelemente von da übernommen werden. Dann gibt es noch ein neues Laptop, Surface Laptop SE für 299 Euro, wohl speziell für den Bildungsbereich, kommt auch nach Deutschland. Teams Rooms hat der Marc vorher schon was dazu gesagt. Soweit, dann sind wir durch. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Feedback. Wir werden gucken, dass wir das mit den Einladungen verbessern können. Und ansonsten wechseln wir jetzt dann in den Modern Work Talk. Vielen Dank, bis dann, Servus und Ciao.